Nivritti-Marga, der Weg des Sich-Abwendens. Nivritti-Marga, der Weg der Entsagung. Im Unterschied zu Pravritti-Marga. Pravritti-Marga ist der Weg des Zuwendens. Du kannst dich abwenden und du kannst zuwenden und beides führt zur höchsten Verwirklichung. Nivritti heißt, du wendest dich ab von allem Begrenzten. Pravritti heißt, du wendest dich allem überall zu. Nivritti-Marga heißt, du nimmst das Gelübde der Entsagung auf dich. Du wirst ein Entsagter. Nivritti-Marga gehen in Indien, insbesondere im Hinduismus, heißt, du nimmst das Gelübde von Brahmacharya, das heißt in dem Fall, du nimmst das Gelübde der Keuschheit und der Enthaltsamkeit auf dich und du bereitest dich vor auf Sannyasa. Dann wirst du Sannyas nehmen, das heißt das Gelübde der Entsagung ablegen, da gibt es auch ein gewisses Ritual, eine gewisse Zeremonie und anschließend bist du Swami. Als Swami gehst du Nivritti-Marga, den Weg der Entsagung. Das heißt, du hast keinen Besitz, den du persönlich nennst, du hast keine geschlechtlichen Beziehungen, du hast keinen Partner, mindestens keinen Liebespartner und du nimmst dir vor, an nichts verhaftet zu sein. Jemand, der Nivritti-Marga geht, ist aber mehr als nur im Sinne von geschlechtlicher Entsagung. Nivritti-Marga heißt auch, dass du dir vornimmst, du willst wirklich an nichts hängen. Du willst allem entsagen, alles loslassen. Natürlich, es gibt nicht nur Nivritti-Marga. Die indischen Schriften sind voll von Vervollkommten, die die höchste Verwirklichung erreicht haben in der Welt. Es gibt Janaka, es gibt die ganzen Rishis, die größtenteils verheiratet waren, meisten hatten auch Kinder gehabt. Die ganzen Inkarnationen Gottes wie Rama und Krishna hatten auch Kinder gehabt, waren verheiratet, hatten Frau, zum Teil sogar Frauen wie Krishna, aber Rama hatte eine einzelne Frau und zwei Kinder. Ja, sie gingen, man kann sagen, Pravritti-Marga. Menschen sind unterschiedlich. Es gilt aber, seinen Weg sehr bewusst zu gehen. Nivritti-Marga, der Weg der Entsagung, hat seine eigene Schönheit. Swami Shivananda preist ihn in einigen seiner Werke, natürlich insbesondere im Buch Necessity of Sannyasa, wo es darum geht, ihn Sannyas zu nehmen, dass das auch wichtig ist. Aber Swami Shivananda hat auch geschrieben über Leben in Beziehungen und im Beruf und wie man im Alltag ein spirituelles Leben führen kann und so auch zur Verwirklichung kommt. Bei Yoga Vidya geht die Mehrheit der Menschen, kann man sagen, eine gewisse Pravritti-Marga. Und wir haben ein paar, die das Gelübde von Brahmacharya und von Sannyasa auf sich genommen haben. Das heißt Entsagung und Enthaltsamkeit. Man kann auch sagen, diejenigen, die am Ashram leben, die haben eine Mischung aus Pravritti und Nivritti. Wir haben ja in den Yoga-Vidya-Ashrams Menschen, die in Familie leben, in Beziehungen leben, Kinder haben. Auf der einen Seite haben sie also ein Leben mit Familie, Partnerschaft, Liebe und so weiter. Auf der anderen Seite haben sie aber auch ein Gemeinschaftsleben und haben weniger, man kann sagen, Privatsphäre. Dafür ein Gemeinschaftsleben. Also man verzichtet auf etwas, um etwas anderes zu haben. Und so gibt es verschiedene Zwischenschattierungen. In jedem Fall kannst du sagen, auch wenn du ein Leben in Beruf und Familie hast, du kannst dennoch etwas Nivritti üben, im Sinne von Verhaftungslosigkeit, Wunschlosigkeit und Loslassen. Aber Nivritti-Marga ist der Weg des Loslassens, der Weg der Entsagung ist das monastische Leben eines Mönches und einer Nonne.